Herzlich willkommen zu einer unserer 36. Folge Die Leute mit dem Felix. Wahnsinn. Guten Tag. Guten Tag. So, guck mal, kommt schon mal ein bisschen mehr Plastik an. Also, was wir auf jeden Fall machen sollten, weil Felix fängt jetzt an, hier schon so Planungen zu machen. Was wir auf jeden Fall machen sollten, wäre auf jeden Fall ein Bahnhof irgendwo hier vorne mit reinbasteln, dass wir dieses hier, das Zeug hier. Das sollten wir wahrscheinlich auch nochmal extern irgendwo hinsetzen. Ja, diese Mattgeschichte hier oben. Es ist ja klar, aber die steht da ja aktuell nur, weil sie da vorher auch grob stand von der Richtung her. Richtig, weil dann könnte man nämlich theoretisch das Zeug hier, also die Plastikproduktion hier. Was nutzt denn hier für ein weißes Zeug? Das sind die Samen, ne? Dass wir mich das dann deutlich besser machen können, auch um halt hier deutlich mehr Plastik mal rauszubekommen. So, aber der Felix machte jetzt da das da. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Massen an Ore-Refineries. So, wo hat das Viele da sind es ja angeschrieben? nicht. Ja, aber das ist halt, die sind schweineteuer, ne? Wo waren die denn jetzt? Reinforced Concrete, achso, Prozessoreinheiten. Das war die Geschichte. Stimmt, die schweineteuren Prozessoreinheiten. Und die Reinforced Concrete Bricks. Wo es jetzt wahrscheinlich auch eng wird, weil wir sollten dann vielleicht jetzt irgendwann demnächst mal. Diese Anlage da vorne wieder in Betrieb nehmen. Wo wollte ich jetzt hinlaufen? So, hier. Dass wir unsere Ziegelsteine wieder bekommen. Die Concrete Bricks kann man ja nicht umformen, ne? Nee. Gut, dann gucken wir mal. Wollen wir erstmal die unterste Reihe hier komplett fertig bauen? Zu. Mit. Wo ist denn das Ding da unten? Also am einfachsten oder am besten ist es halt die, wo wir 100% definitiv genug Flüssigkeit haben, erstmal zu machen. Also Bobmonium ganz oben müssten wir überhaupt erstmal noch machen, aber ja. Und dann halt ganz unten und hellblau. Weil wir dafür 100%ig genug Flüssigkeit haben, weil das ein Theoric Acid ist und das produzieren wir ja sogar noch extern irgendwie 7 Mal oder so gefühlt. 70 Mal, glaube ich, ja. Oder 80 Mal. Bin nicht sogar 90. Das heißt, ich könnte dann ja jetzt hier schon mal die Begrenzung rausnehmen. Aus dem hier unten. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich hier Vollgas produzieren. Mist, hast du noch einen roten Greif? Achso, ich kann auch nicht bauen. So, weil dann können wir nämlich erstmal die Anlage hier unten einmal komplett volllaufen lassen. Aber wo kommt denn das Zeug hierher? Ups, falscher Knopf. Und da können wir jetzt einmal das ganze Mineral Sludge für hier verbrauchen. So, gut.
Jetzt sollte ja theoretisch da oben ein volles Fließband mit den blauen Zeugen kommen. Kommt es aber nicht. Voll wird es sowieso nicht, oder? Weiß ich nicht, glaube nicht. Die müssten alle 9 pro Sekunde produzieren, also sind wir weit weg von dem vollen Fließband. Also die ganze Anlage. Oh, das Endergebnis zählt. So, dann kommt das jetzt auf jeden Fall hier schon mal raus. So, und hier hinter bräuchten wir dann ja noch die Ore Sorting Facilities dann, ne? Als letzten Schritt. Gleich auch, warum ich Konkretblicks im Inventar hatte. Beton liegt auf Hatte. So, wie viel kam jetzt da unten raus aus der Anlage? 9 pro Sekunde müssten rauskommen mit aktuellem Herstelltempo. 9 pro Sekunde. Da ist aber auch wiederum die Frage, ob man jetzt sagt, man guckt erstmal, was es überhaupt dann später für Größen gibt. Da müsste es ja auch noch. So geht in die Ore Refinery, 1,5 geht ja hoch. Das heißt, es verdoppelt sich ja auch nochmal alles. Weil die höchste Leaching Plant geht ja auch bis 1,5. Und die höchste Flotation Zelle geht, glaube ich, auch bis 1,5, wenn ich keine übersehe. Das heißt, Richtig, ab dem 1,5. ersten Schritt sollte sich mindestens alles auf 1,5 hochsteigern noch. Also Das sollte sich jetzt am heißt, Ende auf 18 noch verdoppeln, theoretisch gesehen. wir müssen am Ende dann die ganze Geschichte auf 18 haben. So, das heißt also, unsere liebe nette Dings hier macht dann, wie ist das Zeug da unten? Du sortierst das Zeug hier, ne? Du verarbeitest hier dann Müssten 2 Anlagen sein, oder nicht? Von den vier, gelben später. viereinhalb pro Sekunde. 9 in 2 Sekunden. Also 4 Anlagen. Vier Ore Sorting, also 4 Dreier Ore Sorting am Ende. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Also ich komme zumindest auf die, bei den Vierern, also die höchste Stufe auf 2 eigentlich. Die haben ja ein Zweier Herstelltempo, die machen dann 9 pro Sekunde. Und am Ende sollten wir ja 18 pro Sekunde herstellen. Also klingt eigentlich, wenn die ein 0,5 Tempo weniger haben, 4 ein bisschen viel, ohne es gerechnet zu haben. Ja, ich habe es jetzt nur mit den Dreiern. Ich dachte, die Dreier wären die schnellsten. Aber wo ist Nee, denn es das? kommen später noch Vierer. Da müssten es aber nur 2 sein am Ende. Gut, dann bauen wir das auf 2.
So müsst ihr dann. Sollten theoretisch gesehen jetzt sogar zwei Ore-Sorting-Facilities auf zwei ausreichen, um das abzubauen. Theoretisch gesehen. Oh, wenn das passt, dann passt das ja. Die Schiene waren ja so scheiße laut. Deshalb bin ich froh, dass ich am anderen Ende der Karte gerade stehe und den Sound sowieso recht leise habe. So, wie? Ach du Arzt, da kommt ja wieder eine Masse raus. Deshalb bin ich auch gerade am gucken, was wir noch an Optionen später haben. Wir haben noch Kapazität, ein paar zu forschen. Die geht auch später auf Unendlichkeit hoch. Seit wann gibt's Inserter Unendlichkeitsforschung? Ich habe keine Ahnung. Es gibt noch die Ultimate, die Turbo. Entschuldigung. Was sagt man da jetzt, ist immer die Frage dann, ne? Weil es war, glaube ich, kein Niesen, oder? Oder war das so Niesen? Das war ein Niesen. Dann Gesundheit. Alter, das ist absoluter Wahnsinn. Blindbussen. Ja. Was haben denn unsere aktuellen Inserter? Die haben 864. Könntest du ein Warenhaus runterbringen? Ich kann mal gucken, ob ich dafür die Ressourcen finde, ja. Warte mal. Put, put, hat hier wer Ziegelsteine? Hallo! Stimmt, mir würden Ziegelsteine fehlen und vier Eisenplatten. Den Rest habe ich tatsächlich. Habe ich einen Ofen in der Tasche? Wäre auch zu schön, um warten, dann kann ich einen Ofen bauen. Könnte ich, aber dann habe ich keinen Brennmaterial in der Tasche. Och, Mann. Gibt hier echt interessante Greifarme und die Frage ist, welchen nimmt man dann am Ende? Weil das ist der gefühlt unendlich Greifarmkapazität forschen kann. Kannst du ja auch theoretisch gesehen sagen, okay, dann nehme ich doch keine Stapelgreifarme, wenn die eine deutlich höhere Drehgeschwindigkeit haben, ne? Ich glaube, ich bin deutlich zu tief, ja. Es gibt deutlich zu viel Auswahl an Greifarmen, das mag ich nicht. Schwierig, ne? Was Also für? im Normalfall wird man ja immer sagen, man geht zu den Besten, die es gibt. Die ersten Stapelgreifarme, die kommen, haben die gleiche Geschwindigkeit wie aktuell unsere schnellsten. Okay. Die Express-Inserte, die danach kommen, haben auch die gleiche Geschwindigkeit wie die Stapelgreifarme 2. Oder die Express-Stapelgreifarme. Okay. Die Turbo-Inserte haben das gleiche wie Stapelgreifarme 3 und die Ultimate-Greifarme haben wie Stapelgreifarme 4 die gleiche Geschwindigkeit. Okay. Jedoch sind diese Ultimate-Greifarme natürlich deutlich kostengünstiger als die Stapelgreifarme. Okay. Sowohl was Strom angeht, als auch was die Crafting-Ressourcen angeht. Okay.
weiß gar nicht, wie viel besser Stapelgreifarme sind von dem, was sie können. Aber wenn man eine Unendlichkeitsforschung hat, was die Greifmenge angeht, sollte eigentlich die günstigere Variante sogar fast die bessere sein, fast, wenn man darüber nachdenkt. Ja, Alleine schon wegen dem Strom, den man spart. theoretisch, aber nur auf Dauer zumindest schon. Vor allem, weil du sie dir deutlich schneller und öfters leisten kannst. So, du musst nicht 3 Jahre craften, um was weiß ich zu bekommen. Sorter, wo sind Ohrsorter? Haben wir noch irgendwo Ohrsorter rumliegen? Ohrquascher meine ich. Crusher? Ja, Ohrquascher. Nicht, dass ich wüsste, Ore-Sorter hätten wir. Und Ore-Prozessoren. Aber in unserem Hauptlager erkennst du eh nicht mehr, was da drin ist, so gefühlt. Ich weiß nicht, zumindest nicht, wie die Ore-Crusher aussehen. Das sind die komischen Dinger, die kleinen. Du daneben Ach stehst, so, fast. die. Ja, da sind noch ein paar Zweier drin, ne? Und ein Dreier. In dem Hauptlager. In dem Hauptlager. Gut. Also wie gesagt, wir müssen uns jetzt einfach mal erstmal über was überlegen, was wir jetzt machen mit dem Dings hinten. So, was war denn jetzt was hier? Wo waren die denn jetzt drin? Das. In der ganzen Maschinenkistensammlung da. Oh, Liquid Fire? Nein, die brauche ich nicht. Washing Plants? Ah, oh, Alter. Oh, Sorting Facilities? Ah, die nehme ich mal mit. Oh, Quascher. Ein Ohrquascher, Dreier Ohrquascher, noch mehr Ohrquascher. Da sind noch Ohrquascher. Liegende feiert. Ganz viel Windturbinen. Lagerhäuser, ja, schön. Houston, wir haben ein Riesenproblem. Was haben wir denn für ein Problem? Ja, was meinst du, warum ich Ohrquascher haben möchte? Ach, jetzt willst du die Anlage da hinten auch noch bauen? Ne, die brauche ich jetzt unten runter. Na dann. Dann ist mein Was? Problem ja gelöst. Alles gut. Ja, was war so vor, glaube ich, 30 Folgen schon mal anfangen wollten, aber. Ja. Irgendwie. So. Das heißt, ihr lädt dann jetzt den ganzen Kram nach und nach hier aus. Irgendwann mal. So, das heißt, das geht ja hier runter, das geht ja hier runter. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir die Anlage hinten gebaut hatten, wie das am meisten Sinn macht. Naja, es kommen theoretisch gesehen von jeder, von jedem Crystal gleich viel raus. Das heißt. Heißt im Endeffekt, dass du, von jedem gleich viel brauchst, sozusagen. Das heißt, ich könnte mir hier theoretisch die Anlage. Mal so hinsetzen und einmal so hinsetzen. Kann ich nicht. Einmal so hin und einmal so hin. Ah, auch das war falsch. Ja, so ist richtig. Sehr toll, dass dann hier noch mehr von dem Scheißzeug rauskommt.
Notfalls kannst du es theoretisch schweigen. Ich glaube, es ist aber mehr so eigentlich die Rückgewinnung gewesen, weil keiner davon ausgeht, dass irgendein Idiot so eine Riesenanlage für dieses Crystal Slurry sich da am Anfang schon hinterbart. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Müsste ich mal nachgucken. Das war aber ein Auftrag. Ich kann mich da nicht an irgendwas erinnern. Hast du dann. Das heißt, du fließt ja da dann irgendwann wieder zurück. Dann kannst du das Zeug da reinpacken. Und irgendwann sollte das Zeug hier weg sein. Achso, und hier brauchen wir. Was braucht das Zeug hier? So viel Essen, ne? Ah, ist ja direkt oben drüber. Also rechts neben dir. Ja. War es so viel Essen? Ja. Das ist Mist. Sulfuric Acid, ja. Das ist ja die Hauptflüssigkeit, die wir hier haben. Ja, jetzt bräuchte ich halt nur noch mal ein paar Rohre, ne? Tragisch, ne? Aber wie gut, dass ich ja so 20, 25.000 Kupferplatten im Inventar habe. Ach, na dann. Jetzt weiß ich auch, wo ich hinlaufen wollte. Ich habe nämlich gerade Kupferplatten verteilt und Stahlplatten. Aber okay. Glaube, C-Block ist so ein tolles Mod-Paket, wo man sich gefühlt einen 300-Slot großen Rucksack zulegen kann, wo man jegliche Scheiße reinwerfen kann, so die man eh unendlich produziert, so die dann gevoidet wird, wenn man sie nicht mehr braucht, so ungefähr. Wo war so viel Asset? Direkt rechts über dir. Beim, beim Dunkelblau. Hier, wo ich jetzt gleich bin. Das so viel Asset schon? Ja. Okay. Gerade nicht mehr. Hä? Okay. War auch meine Reaktion, hä? Hast du Ich noch glaube mehr daneben als. Greifarme noch? Natürlich, gib mir 7 Stunden zum Craften. Das wären die einfach nur, wenn die linke Seite schon mal ein bisschen anfangen würde. Ob das gewollt wird oder nicht, das ist sogar hier hinten umgedreht. Das hatte ich mir auch schon. Das habe ich ganz am Anfang festgestellt. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat er einen Hintergedanken dabei. Ich spreche es einfach mal nicht an. Er kann sich wenigstens feiern, wenn er es selber feststellt, so ungefähr. Ah, da bin ich geil, oder? Warum ist das Lentil-Lager? Auch da hinten. Wie voll ist das denn inzwischen? Ach, das geht ja noch. Ich habe leider nur die großen Maschinen, traurigerweise. Dann kann ich jetzt mit meinen blauen Fließbändern ankommen. Ja, das ist gut, weil die habe ich nämlich nicht. Ey, sag mal, passt das hier sogar? Fast Ja, genau, pack kommst du hin, ja.
Vielleicht sollte man das dann trotzdem oben irgendwo mit anschließen, ja. Voriges, ich habe aber keinen Heiler mehr. Toll, das sagt er mir jetzt, wo ich gerade irgendwo nach oben laufe. Hast du denn wenigstens noch ein Liquid Fire oder irgendwas zum machen dann da? Ich wollte gerade zurücklaufen, aber nein, dann laufe ich jetzt auch noch mal ganz kurz zum Dings, weil da waren ja auch noch irgendwie so 40, 50 Stück davon drin. Na dann. Irgendwann nehme ich den Sprengstoff hier aus und jag alles von dem Zeug, was wir nicht mehr brauchen, in die Luft. Also alles? Also, was ist das Liquefire hier drin? Das war Wahnsinn. Da, da. Ich glaube, Herz 15 brauche ich nicht. Stell dir mal vor, du hast am Anfang das. So eine Anlage von den ganzen, den du hier hast, und musst jedes Mal das Rezept ändern und kannst aber auch erst, wenn du irgendeine ganz hohe Flasche dir erbaut hast, weiterforschen, weil die fürs erste Forschungsrezept oder so gebraucht wird. Ich glaube, das würde dezent jeden abfangen. Ja, definitiv. Definitiv. Wo habe ich denn jetzt die 5 blauen Express-Teller her? Von mir definitiv nicht so viel Express. Okay. Alles klar. Du noch nicht mehr so schmerzhaft zu machen, erstmal hier wieder gelbe Maschinen und setzt meine Crafter. Ja, seine blaue Maschine gleich wieder, wenn ich die mal treffe. Oh, bald können wir die ganze Anlage wieder umbauen, weil wir dann die höheren Maschinen haben oben. Ich hab einen Tyler. Oh. Ja, der ist besser. Ach so, es muss ja das Zeug noch weggetransportiert werden. Eine Flüssigkeit oder eine, oder direkt in den Dingsens rein, in den Beulungsgerät da. Also sind diese ganz tollen Teile da. Haben sowieso zu viel Flüssigkeit davon. Haben wir? Hinten ist der Tank voll. Und Crystal Slurry. Na gut, es läuft ja auch im Moment nur die Hälfte. Aber, ja, hast du so ein Beulungsgerät? Wenn ich wüsste, wie es heißt, könnte ich es eventuell bauen, aber ich finde es nicht. Ah, ja. Achso, Clarifier, so ist das Ding. Gefunden! Okay. Boah, ist nur eine Viertelstunde noch zum Craften. Da wird ja nicht so eine Schienenstrecke unten drunter gelegt, der ist ja. Ja, aber hier passt der Clarifier ja wunderbar. Nee, so machen wir das hier nicht. Wie soll ich das sonst machen? Den jetzt mittig setzen in die Schiene rein. Okay. Ich steht in der Zock im Weg, toll. Ich weiß. Ich stand mir selber im Weg, toll. Meinst du, da reicht einer? Müsste. Die produzieren ja noch 50 und er wollte 1000 oder sowas. Auf einmal. Sollte eigentlich bei weitem reichen. Ah, okay. Man kann auch jetzt einfach behaupten, wir haben diese Anlage nur gebaut, um unser Linfel zu voiden. Oder mehr Linfel zu produzieren, um genau zu sein, eher.
Ich glaube aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Anlage bei weitem nicht reicht, oder? Abwarten. Es müssen jetzt erstmal die blauen vorne verbraucht werden, die jetzt hier ganz vorne aus der Anlage raus noch wollten. Danach sollte es theoretisch gesehen werden. Ja gut, wenn dann vielleicht irgendwann mal alle anfangen würden zu arbeiten hier. Aber eigentlich müsste man da trotzdem wieder ein System bauen, was das Zeug zurückmacht, weil jetzt haben wir unten schon grün und gelbe liegen, die da nicht hingehören. Und die ja nicht mehr verarbeitet werden. Richtig. Einmal kurz zum Landfill nach hinten transportieren. Hast du noch ein gelbes oder ein weißes Fließband? Gelbes oder weißes? Ja. Nö, ich habe blaues, aber ich kann weißes bauen, theoretisch gesehen, wenn ich Inventarplatz hätte. Oh, ich kann eins bauen. Dann baue ich nämlich hier unten mal ein weißes Fließband rein. Dass das nicht da oben dauerhaft durchrennt. Wollen wir mal abwarten, wie das sich dann hier. Irgendwann mal bessert. Vielleicht. Also ich glaube nicht, dass. Hast du einen Inventarplatz? Ein bisschen. Was auffällt. Alter. Hast du jetzt echt das graue Fließband so losgeworden? Nein, habe ich nicht. Kann man mal rausfinden, dass man es nicht sieht, ne? Ist da überhaupt schon einer aus dem Ding rausgekommen aus dem Lager? Ja, hier unten sind schon 55 gelbe und 31 rote. Yay. Aber es wird hier vorne schon jetzt besser. Aber es wird wahrscheinlich so. Ja, ich schätze mal so 2 bis 3 Jahre. Das Problem ist halt, dass das nicht wirklich schnell verarbeitet, weil alles so gemischt kommt, also nicht gemischt kommt so. Weil du hier jetzt massenhaft von einer hast, so, weil alle Anlagen von oben erstmal leer laufen müssen. Naja. Aber wie gesagt, so nach und nach soll das was werden, denke ich mal. Mal guck mal, hier vorne kommt ja schon noch eine Reihe ran. Und hier oben, nee, doch, hier oben, wo ich jetzt stehe, ist dann jetzt schon. So viele produzieren die auch nicht, vor allem weil die meisten Anlagen auch schon stehen. So. Rot steht komplett. Weiß steht fast komplett. Ja gut, das Schlimme ist halt, ja, diese ganzen Massen, die wir jetzt hier noch schon drin haben, die erstmal jetzt hier raus zu produzieren. Echt jetzt? Du hast hier die Hälfte noch neben liegen. Ich habe keinen Metallplatz. Ich noch nicht. Okay. Ja, ist doch gut. Beschwer dich nicht. So, jetzt kann ich es auch sammeln. Jetzt würde ich nur die Pürzen noch hier irgendwo reinbringen. So, dann sollten die jetzt hier den ganzen Hobel irgendwann nach und nach alles leer machen. Hoffe ich doch mal.
Irgendwann. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.